Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder GBFK-Kanalmeister mit einem Lanzenbrecher-Video zu Il Trono di Fuoco. Und man kann es eventuell ein bisschen rauskristallisieren, was das dann im Deutschen dann heißt oder auch im Englischen. Ich meine, das Video heißt ja auch so, ich meine, es ist The Throne of Fire oder der Thron des Feuers. Es ist ein Film aus Italien, mal wieder ein Barbarenfilm. Ja, ich hatte mal wieder Lust, einen Barbarenfilm zu sehen, vor allem diesen hier, weil... Ich hatte mal auf, ich glaube bei YouTube war das ein Clip davon gesehen und ich fand das irgendwie so lustig. Ich kann das auch hochladen da, was ich gemacht habe. Ich habe im Grunde genommen ein Megaman-Lied unter diese Sequenz gelegt. Und irgendwie, das ist so eine, kann ich mir eine Endlosschleife angucken. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber irgendwie war das so bekloppt alles, fand ich. Und ich habe nur diesen Clip gesehen und ich dachte, was ist das für ein Film? Was ist, worum geht's da eigentlich, wa? Und das war dann der Thron des Feuers und dann habe ich mir den mal besorgt. Auf DVD gibt es den ja nur, vielleicht gibt es den, wenn das Video rauskommt, auch schon auf Blu-ray, was schön wäre, aber ich schätze mal nicht, weil das sind alte Italiano-Schinken und da interessiert sich wohl keiner so wirklich für. Naja, aber gut, passt ja auch zum Stil oder zu diesem Grindhouse-artigen Stil, wobei die ja im Kino rausgekommen sind, also, ne, Grindhouse. Auf jeden Fall sind die nicht so bekannt oder beliebt. Der Thron des Feuers, ja, was ist denn das? Das ist von 1983 von Franco Prosperi, der hat die Regie geführt. Und der hat unter anderem auch Gunan verbrochen, der mit den zwei Gunans. Und ich sage verbrochen und natürlich meine ich, ja, so ein toller Film. Es gibt zwei Gunans und nur einer ist der echte Gunan. Und derselbe Darsteller ist auch wieder da, auch der aus Sangreal. Das ist ja eigentlich ein Stuntman. Den Namen werde ich nochmal erwähnen, aber trotzdem, weil ich den gerade nicht im Kopf habe. Auf jeden Fall, der ist auch wieder dabei. Also das muss wohl seine Ära gewesen sein. Er ist quasi der italienische Arnold Schwarzenegger, sozusagen. Und eigentlich ein Stuntman und ja, aber hey, er macht seine Sache auch wieder gut. Er macht viele Stunts selber natürlich und das ist toll. Ja? Und das will man ja sehen in seinem Barbarenfilm. Ein Barbaren, der auch was kann. Ja? Aber er hat nicht Sangreal gemacht, der Prosperi. Ja? Den hat er nicht gemacht. Aber, und da müssen die Regisseure untereinander ein bisschen hantiert haben, er hat Szenen wiederverwendet aus Sangreal, eine ganz lange Sequenz sogar. Weil sie wollten nicht nochmal ein Dorf überfallen, das nochmal drehen, sondern haben einfach das wiederverwurstet aus Sangreal, ja. Ja, ich schaue mal ein bisschen so rum zwischen den Szenen. Ja, am Anfang beginnt die Story im Grunde genommen mit einem Dämon, genannt Belial. Wobei die Aussprache der Charaktere im Film fand ich dann immer ein bisschen merkwürdig. Sie variierte auch ein bisschen, vielleicht liegt das auch meiner Akustik, vielleicht habe ich nicht genau zugehört, aber es kam mir immer ein bisschen merkwürdig vor. Naja, und dieser Dämon, dieser Belial, gespielt von demselben Typen, der dann auch später der Hauptantagonist ist eigentlich. Also dieser Kerl hier, dieser Dämon hier taucht noch ganz am Anfang auf. Und der schwängert dann eine Frau, die da heißt, wie heißt sie überhaupt? Irgendeinen Namen hat sie auch, wird am Anfang erwähnt. Es ist ziemlich viel Background-Infos, mit denen man da bombardiert wird. Auf jeden Fall... schwängert er diese Frau, die ist natürlich nicht begeistert davon am Anfang, aber dann sagt sie sich, ja, wenn ich schon mal ein Dämonenkind gebäre, dann werde ich auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und ja, Belial, aber irgendwie klingt das nach Bale oder Bile. Na gut, ist wahrscheinlich eine Abkürzung, Belial. Ja, ist auch der Name vom Hauptantagonisten in Lands of Lore 2, Götterdämmerung. Ja, musste ich dann gleich wieder dran denken. Aber ist, glaube ich, auch ein typischer Dämon-Name für, ja, für diese Sachen. Ja, der verhext sie halt und ja, dann beginnen die Credits. Und ja, dann rennt sie durch den Sturm und dann gebiert sie das Kind des Bösen. Und der Grund dafür ist einfach, dass Belial wohl möchte, dass sein Sohn auf dem Thron des Feuers sitzt. Und dieser Thron des Feuers... kann anscheinend nicht von ihm selber besetzt werden. Das muss irgendwie so ein Mensch-Dämonen-Hybrid sein und deshalb macht er das. Und sie gebiert dann ein Kind hier in einer stürmischen Nacht. Achso, ja, da ist noch der andere Typ. Und dieses Baby, oder beziehungsweise dieses Kind ist nicht ganz, ich sag mal, wohlgeraten. Es hat so ein ich nenne das Pizza-Face. Es ist wie ein zermatschtes Gesicht eigentlich. Ups. Ja, ich krieg's wahrscheinlich nicht drin, aber hier sieht man es kurz. Das ist im Grunde genommen dann hier
Das Baby, das böse Baby, was dann geboren wird, ja. Die Geburt des Bösen. Und während das passiert, während der Sturm wütet, sieht man hier so einen Zausel mit seiner Frau. Die wird nicht wieder auftauchen, aber der Zausel wird nochmal wieder auftauchen und der stellt dann fest, dass, ich nenne ihn Zauber-Dad. Zauber-Dad, der spürt nämlich, dass der Tag der Gewalt sich nähert und dass ein böses Baby geboren wurde. Und seine Frau fragt ihn, wer kann schon gegen das Böse antreten? Und er sagt dann so, ein Krieger kann das, unser Sohn. Und dann kommt der Name von dem Sangral-Darsteller oder auch dem Gunan-Darsteller. Siegfried, ja genau. Sie haben ihn Siegfried genannt. Also es ist schon von den Namensgebungen her sind das dann deutsche Namen gemixt mit dämonischen Namen und Fantasy-Namen und ein riesen Kuddelmuddel, wie ich fand. Naja, auf jeden Fall, das ist der Zauberer, der gute Zauberer, der dann, ja, er merkt zwar, dass was Böses kommt, aber er macht nicht viel dagegen letzten Endes. Er sagt nur, unser Sohn wird das schon irgendwie hinkriegen, ja, dafür ist er da. Ja. Und es gibt ein böses Baby und ein gutes Baby. Und das ist dann die Story, die dann, wo das dann alles hinlaufen soll. Ja. Und dann sieht man eine Szene direkt aus Sangral. Ein Haufen berittene Krieger, die dann halt ein ja, Dorf überfallen wollen. Wobei das sind die eigentlich nicht. Das hier muss gedreht worden sein, extra für den Film dann tatsächlich. Ja, weil diese Helme und diese Typen sind eigentlich aus diesem Film, aus Thron des Feuers. Da hatten sie wohl gerade ein paar Pferde da, die sie dann verwenden konnten für diese Szene. Ja, und dann ist unser Dämonenbaby auch schon erwachsen geworden. Und das ist dann hier Mordak oder Morak, so heißt der Typ. Und er bekommt von seiner Mutter, die da heißt Azira, aber nicht nur einfach Azira, sie ganz am Ende erfährt man, wie sie wirklich komplett heißt. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Man erfährt eigentlich erst später im Film, was eigentlich los ist oder wie die eigentlich alle heißen. Und der Name ist eigentlich Azira von Bregenthal. Bregenthal? Was ist das für ein Ort? Irgendein Fantasy-Ort. Naja. Und sie gibt ihm dann so Instruktionen, was er jetzt eigentlich machen soll. Er soll den Thron des Feuers besteigen. Und wirkt aber eher genervt davon, was sie ihm so alles erzählt. Ja, du musst den Thron des Feuers besteigen und da gibt es eine Prophezeiung, du darfst den Thron des Feuers nicht besteigen, wenn du nicht die Tochter des Königs heiratest und natürlich musst du erstmal den König töten und du musst das aber tun am Tag, an dem die Sonnenfinsternis ist. Irgendwie sagen sie irgendwie was von wegen hier, der Thron des, nee, der, am Tag, wenn der Tag Nacht ist oder so. Und das ist natürlich eine Sonnenfinsternis, das ist eigentlich ganz offensichtlich, aber irgendwie checkt das hier keiner in dem ganzen Film. Naja, und Morak so, ja Mutter, mache ich alles, ja, du wirst auch viele Verbrechen begehen müssen, ja, du wirst auch Kinder, Frauen und Kinder, ja, mache ich auch, ja, ist egal. Also Morak macht keinen Hehl daraus, dass er der Antagonist in diesem Film ist oder sein soll. Da kennt er gar nichts. Und hey, das ist dann, ja, die Instruktion, die er von seiner Mutter bekommt. Und er ist so genervt davon. Naja, und dann sieht man die Szene aus Sangral. Da sieht man dann die gehörnten Barbarenkrieger mit Hämmern und sie überfallen dasselbe Dorf wie in Sangral. Man sieht sogar dann hier den eigentlichen Antagonisten aus Sangral, nämlich diesen komischen Feuer, auch wieder Feuer, mit von der Feuergöttin gesandten Krieger da. Stellen wir auch wieder dieselben Leute, dieselben Hütten werden wieder in Brand gesetzt und da ist er, glaube ich, ja, da ist er. Da sieht man ihn einmal herbeireiten. Ein Hauptcharakter in Sangral, aber hier ist er einfach nur irgendein Typ, irgendein Hauptmann oder was auch immer von Morak. Und ja. Nantuk, so hieß er. Nantuk und ja, aber Nantuk ist hier nicht Nantuk, er ist einfach nur ein Typ. Ja. Und das ist dann das. Ja, und währenddessen läuft wunderbar dumpf blubbernde Synthesizer-Mucke. Diejenigen, die die Musik gemacht haben, sind eigentlich nicht so schlecht, so wie ich das gelesen habe. Das sind eigentlich gute Leute. Das hat ein Typ mit seinem Sohn zusammen gemacht. Aber gerade die Musik, die da spielt, die ist besonders. Da habe ich gedacht, oh Gott, der arme Komponist findet die Tasten nicht, die er drücken muss, die Tasten auf dem Keyboard. Und ich glaube, es war Synthesizer. Das hörte sich für mich so an. Aber mir gefällt die Musik tatsächlich, weil sie irgendwie so ganz dumpf ist, so
richtig barbarisch. Ich glaube, das sollte so ein bisschen wie Conan sein, natürlich. Ich meine, das ganze Barbaren-Genre-Rip-Offs basiert auf Conan. Und ja, das sollte wohl so ähnlich klingen. Aber ansonsten, die Musik ist gut. Die Musik ist für so einen Film nicht schlecht. Und ich kann auch jetzt schon mal sagen, der ganze Film ist ziemlich gut. Also mir hat er wohl gefallen. Also wirklich. Den kann man sich gut angucken. Er dauert auch nicht so lange, 1,5 Stunden. Noch nicht mal ganz, aber da geht wohl. Ja, dann kommt hier Morag zu seiner Mutter, die ihm noch die ganze Prophezeiung sagen will, aber kurz davor, bevor sie das dann tun kann, stirbt sie und verschwindet wie Yoda. Ja, sie löst sich einfach in Luft auf. Einfach in. Ja, sie verschwindet einfach. So. Und dann steht er alleine da. Mutter! Was ist die Prophezeiung? Sag an! Ist weg. Mutter ist weg. Der arme Morag. Aber Morag ist schon, also kann ich auch schon mal sagen, Morag ist echt nicht der schlechteste Antagonist. Er ist wirklich schlau und gewieft. Ja. Also als Antagonist hat er mir sehr gut gefallen. Erstaunlich. Erstaunlich, dass er nicht so dumm ist. Nantuk war weitaus dümmer, fand ich. Ja. Und, ja, am Tag, die Prophezeiung ist, am Tag der Nacht, während des Tages musst du den Thron besteigen. Ja, das ist, an dem Tag muss er es tun und dann muss er auch noch gleichzeitig die Prinzessin heiraten, also er hat gleich zwei Sachen, die er erledigen muss. Währenddessen sieht man, dass Meister Propper, wie ich ihn genannt habe, eigentlich heißt er, glaube ich, Karas oder Karus. Moment mal, Karas, Karus, ich nenne ihn Karus, Meister Propper mit seinem Schnurrbart, ein typischer Hauptmann, Penner. Wie bei Conan, Tulsa Doom hat ja auch seine zwei muskulösen, barbaren Hauptleute und davon, und hier gibt es nur einen, hier gibt es nicht zwei, hier gibt es bloß einen und das ist dann eben hier Karras oder Karus. Der Meister Propper Verschnitt, so nenne ich ihn wegen seiner Glatze. Ich meine, der Meister Propper hat kein Schnurrbart und naja, den sieht man dann und der reitet in so ein Dorf rein und sucht dann eben hier die Prinzessin, ja. Weil die hat sich nämlich versteckt und wird gefangen genommen. Ja, das ist ein wiederkehrendes Thema im ganzen Film. Also man kann sich darauf einstellen, dass Gefangennahme eine große Rolle spielt in diesem Film. Eine wiederkehrende Rolle. Ja, aber weil sie nicht möchte, dass die Leute sterben, lässt sie sich dann gefangen nehmen, aber dann wird das Dorf trotzdem niedergebrannt, wie das halt so ist. Und dann sehen wir auch schon den Auftritt von Siggi oder Siegfried. Ja, ich nenne ihn Siggi. Und Siggi kommt, sieht das Ganze und fragt die Leute, was ist hier los? Helft uns, helft uns! Und Siggi so, ja, mache ich, ich bin der Sohn des Guten, ich bin der Sohn von Zauberdad. Und ja, darum bin ich hier in diesem Film. Ja? Zurück zum Schloss. Dieses Schloss wird man so häufig sehen in diesem Film wie sonst nichts. Ja, sie wird gefangen genommen, wird die Treppen hinaufgeführt und dann kommt Morag stellt sie vor die Wahl. Entweder heiratest du mich oder ich töte deine Leute. Also die paar Gefangenen, die sie da gemacht haben, die Meister Propper gemacht hat. Und sie so, nein, mache ich nicht. Und lässt sie erstmal gefangen nehmen. Und dann ist Morag allerdings so nett, weiß ich, kommt das jetzt schon, dass er den Leuten, nee, das kommt gleich erst. Erstmal ist dann auch so ein Typ, dieser Berater hier, dieser wunderbare Mensch, ist so ein bisschen auf der nervigen Seite für Morag, weil der sagt dann im Grunde genommen, ah, setz dich doch auf den Thron des Feuers, Morag. Du hast doch keine Angst vor dieser blöden Prophezeiung. Die Prophezeiung ist nämlich auch, dass wenn er sich ohne diese ganzen, ohne Hochzeit und ohne am Tag der Nacht das zu tun, sich auf den Thron setzt, er in Flammen aufgeht. Und er sagt, du hast doch bloß Angst, Mann. Und er so, hab ich das? Ja, dann setzt du dich doch auf den Thron. Und das tut er dann auch. Und er sagt einen tollen Satz dann dazu. Ja, jetzt werde ich König sein. Für einen kurzen Moment werde ich König sein. Ja, und der Moment ist dann auch wirklich sehr kurz. Dann wird die Macht des Thrones des Feuers gezeigt und dieser Kerl geht in Flammen auf. Und da ist der Thron des Feuers. Sieht ja nicht schick aus. So bisschen, ja gut, der eiserne Thron ist es nicht. Ja, und sehen wir nochmal. Oh, setz dich drauf, sehr verlockend. Sieht auch ein bisschen hart aus. Ja, du hast doch bloß Angst, ja. Murak. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwie so einer sein sollte, der quasi
eigentlich noch zum alten König gehört. Der ist übrigens inzwischen tot. Das haben wir nicht gesehen, aber das erfährt man später, wie das passiert ist. Aber auf jeden Fall ist er hier schon mal weg und Murak sitzt jetzt in dem Schloss schon mal drin und ist schon mal alliiert mit allen dort, mit den Wachleuten und seiner persönlichen Leibgarde, den ehemaligen Königswachleuten und eben diesen komischen Adelsleuten. Und ob er das hier macht, um Murak da in eine Falle zu locken, ist ein bisschen ambivalent seine Rolle ja eigentlich an der Stelle. Aber ja gut, er ist trotzdem so dumm, sich trotzdem drauf zu setzen. Und diese beiden werden überleben. Und bäm, da brutzelt sein Hintern. Ja, seine Regentschaft war kurz und es wurde nicht viel entschieden in seiner Amtszeit, die da, glaube ich, 2, 3 Sekunden war oder so. Aber wenn man das dann auf Wiki, in einem Barbaren-Wiki nachlesen würde, Regent, namenlos, regierte für 3 Sekunden und dann war er schon wieder weg. Also die Jahreszahl wäre dann vom Jahre 300 bis Jahre 300. Seine Regentschaft war nur kurz. Oh Mann. Ja, aber gut. Wow. Dann brutzelt er weg. Und Murak so, ja, das hat er davon. Ich hab's doch gesagt. Ja. Und das sind seine coolen Wachleute mit den schwarzen Helmen. Die tragen sie nicht ohne Grund. Und das ist, Murak setzt sich auf einen anderen Thron. Ich meine, auf den will er sich setzen, aber sich einen anderen machen lassen, damit er darauf zumindest ab und zu mal sitzen kann. Ja, Prinzessin wird zu ihm gebracht und bla bla bla. Und dann werden die Dorfbewohner, Murak ist eigentlich ganz nett, weil er sagt, ihr könnt durch diese Tür da gehen und dann seid ihr frei. Da lauert eure Freiheit. Und aber er ist natürlich nicht so nett, weil er lässt sich einen Bogen geben von einem Bediensteten. Und das Interessante ist, er sagt, bringt mir meinen Bogen. Und der Bogen wird ihm gebracht und er sagt zu dem Diener dann, danke. Der Murak bedankt sich bei einem Diener, bei einem einfachen Popeldiener, dass er ihm den Bogen gebracht hat. Wenn er wirklich so böse ist, dann würde er sich ja niemals die Mühe machen, sich bei so einem Hanswurst da zu bedanken. Aber er tut es. So ganz schmierig, ja, danke, ja. Und ja, was dann passiert ist, kann man sich denken, er lässt sich einen Bogen bringen, sagt, geht durch die Tür und da rennen sie raus und bäm, erschießt er sie. Ja, das ist dann so ein Spaß, den er sich macht, der Murak. Er ist böse, nach wie vor, er ist ein halbes Dämonenbaby. Währenddessen, vor dem Stadttor oder vor dem Burgtor, taucht sein Gral auf, Siggi. Siggi hat sich als Mönch verkleidet und ja, er reitet auf einem Pferd. Das ist relevant. Und er sagt zu dem Wachmann, oh, wenn du mich jetzt nicht vorlässt, weil ich muss die Hochzeit machen, dann werde ich das deinem Meister sagen. Und er wird nicht sehr erfreut darüber sein, dass du mich aufgehalten hast. Und der Wachmann dann so, ja gut, ich lass dich vorbei. Aber 10 Minuten später, nachdem sein Gral schon drin ist und Murak währenddessen noch ein paar andere Leute umbringt und erschießt, kommt der echte Priester oder Mönch ist das in dem Film. Auf einem Esel. Ja, das hätte man feststellen können, dass das hier wohl der echte sein muss, weil der kommt auf einem Esel, stilecht. Und nicht so wie Siggi auf einem riesigen Schlachtross. Naja, und dann ist sofort klar, Siggi ist nicht derjenige, welcher die Trauung vollzieht. Und wirft sofort seine Kutte ab, kämpft damit ein paar Wachleuten, aber Murak sagt: Ey, Moment mal, ich habe doch hier noch ein paar besonders spezielle Krieger. Lasst die gegen ihn kämpfen. Ja, und dann holt er seine Spezialeinheit, die drei Scharfrichter. Und da sind sie. Die sind im Gegensatz zu den Wachleuten von Murak nicht gepanzert. Barbaren, typische Kämpfer mit Scharfrichterkutten auf dem Kopf. Äxten, Streitkolben oder Streitflegel und einem Speer. Und ja, die holt Murak einfach herbei, weil er hat sie ja. Die Scharfrichter. Das ist dann so ein epischer Kampf. Der jetzt mal so ein Boss-Battle oder zwischen Boss-Battle gegen drei so Typen. Ja, und wie man sich denken kann, sie kommen nicht oder sie schaffen es nicht, ihn zu töten und er tötet sie. Und dann sagt sich Murak, ja gut, dann mache ich das eben selber. Die Wachleute stehen wirklich nur so dumm rum. Aber Murak stellt recht schnell fest, ups, ich habe mich ein bisschen übernommen. Denn dieser Kerl ist doch ein bisschen stärker. Siggi ist ein bisschen stärker, als er sich das vorgestellt hat. Und wird von ihm ziemlich ja, in die Bedrängnis gebracht. Und dann beginnt eigentlich dieser Clip, den ich sagte, wo ich das erste Mal das gesehen habe. Da sah ich dieser ganze Kampf gegen ihn und was jetzt kommt.
Weil Siggi, okay, trifft Murak. Mal sehen, ob ich die Stelle erwische. Siggi ist nämlich ein toller Schwertkämpfer. Ah, ich krieg's nicht hin. Auf jeden Fall hier, das Schwert landet dann im Bauch von Murak und da kommt grüner Glibber raus. Ist wohl das Dämonenblut. Und soll das ein Kettenhemd sein? Ich glaube eher nicht. Auf jeden Fall geht Siggis Klinge voll durch ihn durch. Aber es ist bloß grüner Glibber kommt raus und Siggi ist am Ablachen. Und dann verwandelt sich sein Gesicht immer mal wieder in sein eigentliches Gesicht und es soll wohl so eine Art Zombie sein. Dämon, Zombie, aber für mich sieht das aus wie Pizzaface. Und das ist Muraks alternativer Titel. Pizzaface Murak. Ja. Und er ist am Lachen, weil er stirbt nicht einfach so durch eine Klinge. Weil er ist halt ein halber Dämon und hat Immunität gegen einfache Stahlwaffen oder so. Vielleicht ist es auch Eisen. Ja, und dann flüchtet Siggi. Oh shit, Mann, hier ist ein Dämon. Kloppt sich durch ein paar Wachleute. Und ja. Ja. Ich lese nebenbei noch meine Notizen. Einen Moment. Achso, ja, übrigens, der Thron, das war auch nochmal eine nette Geschichte, die Murak da erzählt über den Thron. Der Berater, der da in Flammen aufgegangen ist, hieß übrigens Isar. Brutzel, Isar, Brutzel. Der Thron wurde von Odin geschmiedet, ja, und dann ging das eine ganze Reihe runter zu irgendwelchen Seefahrern, irgendwie Wikinger allesamt. Ja, gut, wenn sie von Odin abstammen oder so, dann muss es wohl so sein, dass der heutige König oder der jetzt schon tot ist, dann von denen abstammt. Wie hieß er nochmal? Aaa Augur. Übrigens, Herr Siggi, wird der Name von Siggi ist der Schauspieler ist Pietro Troisi und die Frau wird gespielt von Sabrina Siani, die sich auch natürlich wieder leicht bekleidet in barbaren Frauen-Outfit durch die Gegend rennt, aber auch sehr gut mit dem Schwert umgehen kann eigentlich. Also das wird man auch nochmal häufiger sehen im Film, was ich auch cool fand. Ist so ein bisschen wie Red Sonja dann. Und die sind beide ziemlich ausgewogen, so als Hauptcharaktere, wie ich fand. Siggi ist ein Hauptcharakter, aber sie, Valkyrie, so heißt sie, ist auch nicht unfähig. Und ich nenne sie eigentlich nur Kiri. Valkyrie. Siggi wird gefangen genommen. Yay! Der Gefangennehmen-Counter ist auf 1. Siggi hat sich gefangen nehmen lassen. Seine Flucht ist nicht geglückt. Tja. Und als Strafe wird er nicht gleich getötet, weil das wäre zu einfach. Und Murak hatte durchaus seinen Spaß in dem kleinen Duell, was sie miteinander hatten. Und sagt dann, jetzt kommt's, ja, jetzt kommt's, er wird geworfen. Als Bestrafung, da sehen wir nochmal Pietro Torrisi. Wird gestoßen. Hinab. In. Achso, bei der Flucht macht Torisi auch ein paar tolle Stunts übrigens. Er macht einen Salto, er wirbelt an sich so an seiner Stange rum. Also ziemlich viele Stunts, die er da tatsächlich macht als Stuntman. Fand ich nochmal ziemlich cool. Ist was fürs Auge. Ja, auf jeden Fall wird Siggi dann hier abgestoßen in in den Brunnen des Wahnsinns. Ja, in dieser Höhle, in dieser Burg gibt es anscheinend auch den Brunnen des Wahnsinns. Neben so einer Statue, die ganz cool ist. So sieht so ein bisschen altertümlich aus, babylonisch. Sumerisch, nicht babylonisch. Auf jeden Fall kommt der Brunnen des Wahnsinns. Und das war einer meiner liebsten Segmente, weil das ist so ein bisschen Fantasy-like. Aber was es da alles gibt. Also zum ersten Mal, es wird gestöhnt und gejammert in dieser Höhle, wie sonst was. Dann liegen da Skelette rum. Es gibt Bodenfeuchtigkeit im Sinne von Bodennebel. Aber es gibt auch noch ein paar andere gruselige Sachen hier. Siggi, pass auf. Da kommt nämlich so ein Kopf angeflogen. Den werde ich jetzt wohl nicht erwischen, glaube ich. Oder doch? Ja, doch, da ist er. Hey, hallo. Ja, und das ist einfach so ein Kopf, der da reingespleist wurde. Ist so ein Geisterkopf. Und er sagt dann, ah, ha, ha, ha.
Du bist hier im Brunnen des Wahnsinns. Und ja, ich musste an fliegende Screamer-Köpfe aus Might and Magic 3, Isles of Terror, denken. Da gibt es ja auch diese Screamer, die einen wahnsinnig machen können. Und ich dachte, ach, wie passend. Ja, Might and Magic 3 kam natürlich viel später raus. Aber ja, vielleicht war das eine Inspiration dafür. Vielleicht haben die John von Carnegie, der Macher von Might and Magic, hat dann diesen Film gesehen und sich gedacht, hey Mann, das ist eine coole Idee. Brunnen des Wahnsinns, fliegende Geisterköpfe. Das baue ich einfach mal in meinen Film ein. Mein Spiel meine ich. Ja, bin eine Idee. Und es gibt Gummifledermäuse. Die gibt es in dieser Höhle auch noch. Also so groß und ganzen, so ganz extrem gruselig ist es nicht, aber ein bisschen. Dann gibt es noch eine komische Gans, die plötzlich auftaucht. Eine Geistergans. Ein Panther war da auch noch, irgendwo ein schwarzer Panther. Der allerdings sofort die Flucht ergreift. Ja, und zwar sehr schnell. Der zischt ab wie eine Rakete. Dieser Panther. Dann gibt es noch eine teleportierende Mörderschlange, die Siggi sich erstmal vom Hals schaffen muss. Ja, Schlangen! Snakes. Why did it have to be snakes? Würde Indiana Jones jetzt sagen. Und dann gibt es nochmal den obligatorischen Kampf gegen einen Ritter. Aber es ist kein gewöhnlicher Ritter, es ist ein axtschwingender Geisterritter, der netterweise einen Durchgang freischlägt. Und dann offenbart, dass er eigentlich nur aus einer Schlange besteht oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Geisterritter sein sollte. Mal ganz abgesehen davon, was macht so eine Ritterrüstung im Barbarenzeitalter. Aber dann auch noch, was machen christliche Mönche im Barbarenzeitalter? Also, was macht Siegfried im Barbarenzeitalter? Naja, egal. Auf jeden Fall war das jetzt eine Schlange, war das ein Geist? Egal. Der Geisterkopf sagt, du bist wieder frei. Das ist dieselbe Einstellung, fällt mir gerade auf. Dieselbe Szene. Pff. Nur mit anderem Dialog. Und eine Eule gab es in der Höhle auch noch. Keine Ahnung, warum da eine Eule war. Die war auch nicht ungewöhnlich. Vielleicht eine Anspielung an Blade Runner. Naja. Siggi ist raus aus der Höhle und findet Zauber-Dad hier als Gefangenen. Weil Zauber-Dad kennt die ganze Prophezeiung. Und deshalb ist er nur noch am Leben. Und bisher hat er es nicht preisgegeben. Zauber-Dad ist widerstandsfähig. Vereinigung von, Wiedervereinigung von Vater und Sohn. An der Stelle jetzt. Gut, dass der Brunnen des Wahnsinns direkt in die Kerker führt. Naja, nicht direkt, aber scheint einen Gang gegeben zu haben. Ja, und Daddy-O erzählt dann nochmal die ganze Rückblende, wie es aber passiert ist, dass der König gestorben ist mit seiner Königin Ingrid. Und der Vater heißt übrigens als der Zauberman, ja, heißt Antar oder Antan, Anton, Anton, Zauberdad. Und seine Frau ist tatsächlich gestorben. Wie gesagt, die sehen wir nie wieder, weil er so traurig war. Und der König hat gesagt: Komm an meinen Hof, führ uns ein paar deiner Zaubertricks vor und dann finden wir schon einen gemeinsamen Weg. Und dann gibt es ein tolles Bankett, bestehend eigentlich nur aus den Figuren, die es angeht. Und ein paar Wachleuten und ein paar Bediensteten. Ja, da sehen wir Königin Ingrid. Ja, nach Siegfried gibt es auch Ingrid. Das ist der König. Und ja, sein Name. Irgendwas mit A war es auch. Naja. Und Zauberdad natürlich. Das ist die Tochter. Kiri. Valkyrie. Von Valkyrie wahrscheinlich. Und er ist so glücklich. Ja, mein Königreich, es wächst und gedeiht. Und wir haben Kerzenlicht. Dem Volk geht es gut. Und alles ist toll. Und da ist Zauberdad. Das ist eine Rückblende hier alles. Und da sitzt schon Karas. Karus. Ja, ich sage immer Karas. Von Vater Karas, wahrscheinlich aus Dark Project 2. Daran muss ich gerade denken. The Metal Age. Karas, Karus. Auf jeden Fall ist das derjenige, welcher der Verräter ist. Und so prompt werden die königlichen Leute auch schon alle abgemetzelt. Der König selbst wirft den Tisch um, weil das gehört sich so. Und kämpft gegen die Invasoren. Und ja, seine Tochter kämpft auch. Kiri kann kämpfen. Aber der König wird verwundet. Oh nein, mein Arm. Und ouch, Ingrid ist tot. Nein, die Mutter. Und während des Ganzen. Das fand ich so witzig. Ich weiß nicht, was für eine Schnittreihenfolge das war. Auf jeden Fall gab es da eine Sequenz, wo die alle kämpfen. Der König kämpft, die Tochter kämpft, Ingrid stirbt. Und der sitzt da. Er sitzt immer noch da genüsslich am Tisch, während der Kampf tobt.
Ja, er muss ja wohl irgendwie eine Position als Wachhauptmann bekleidet haben, wie unter Murak dann auch, dann später. Aber er sitzt da und isst einfach gemütlich weiter. Ja, so nach dem Motto, ich bin der Verräter, ja, wussten Sie schon, haha, ich bin's wirklich. Das war eine Szene, wo ich dachte, ja. Yeah. Irgendwie war das von der Schnittreihenfolge nicht ganz sauber, glaube ich. Und dann ist Murak auch schon da. Und ja, Verräter Karros tötet den König von hinten. Das Schwert ist ein bisschen daneben. Wahrscheinlich konnten sie es nicht wirklich durch diesen Schauspieler treiben, wa? Ist ja klar, aber war ein bisschen auffällig, dass es direkt neben ihm war. So, ich habe das Schwert unter dem Arm klemmen gehabt und ah, nein, ich sterbe. Oh nein, das Schwert hat meinen Arm so weit verwundet, dass meine Arterie getroffen wurde und ich deshalb gestorben bin. So kann man sich das vielleicht zurechtreden. Ja, aber die Tochter entkommt und das war dann die Rückblende im Grunde genommen und da fängt dann der Film an, da wo Karos sie dann findet in dem Dorf und dann zu Murak bringt. Und Sigi dann so, oh mein Gott, das ist eine coole Story, Zauber-Dad. Und er so, jupp, aber ich habe noch was für dich, Sohn. Du musst jetzt die Prinzessin retten. Und dazu gebe ich dir zwei Zaubersprüche mit. Oder verzaubere dich. Und das ist ein bisschen interessant, wie er das formuliert. Er sagt nämlich, solange der Sand nicht durch die Uhr geronnen ist, durch so eine Sanduhr, anscheinend hat er die. Als wenn ich Murak wäre, hätte ich ihn mir weggenommen. Aber gut, solange bist du unsichtbar. Und ich mache dich unverwundbar. Das ist allerdings nicht gekoppelt an die Sanduhr. Er ist so lange unver also er ist unsichtbar, solange der Sand durch die Uhr rinnt, durch die Sanduhr. Aber er ist unverwundbar, solange er nicht von Feuer getroffen wird. Er ist gegen alle Waffen immun, nur nicht gegen Feuer. Oh nein, da kann er sich nicht auf den Thron des Feuers setzen. Vielleicht sollte das verhindern. Aber es kommt sowieso ganz anders. Denn Zauber-Dad macht ihn unsichtbar und da gibt es tolle Sequenzen, wie er quasi an den Wachleuten vorbeigeht, öffnet die Tür und die dann so, hast du was gemerkt? Wieso ist denn die Tür auf? Und die dann so, muss wohl der Wind gewesen sein. Ja. Und dachte nur, ah, das waren die Blähungen. Hat die Tür aufgestoßen. Die wird auch nicht wirklich zugemacht. Danach. Naja. Das nochmal dazu. Und ja, dann sieht man eigentlich nichts. Man sieht bloß Gänge, weil er ist ja unsichtbar. Irgendwelche bediensteten Frauen tauschen nochmal ein paar Armreife miteinander aus und Sigi schleicht sich dran vorbei. Und pünktlich, wenn er dann bei ihr ist, erlischt dann auch der Zauber. Hat er genau abgepasst. Oder vielleicht stand er eine Stunde noch rum, bevor er sich wieder zeigen konnte. Und sie ist tatsächlich, obwohl er da ist, um sie zu retten, ist sehr misstrauisch, weil sie glaubt nicht, dass ihr irgendjemand reinkommt, der quasi nicht von Murak geschickt worden ist. Und da sehen wir Kiri nochmal. Ja, sie ist sehr misstrauisch, aber nicht für lange Zeit, denn Sigi sagt, wenn ich ein Verräter bin, dann musst du mich jetzt töten. Und sie so, und er gibt ihr dann den Dolch und sie so, er scheint vertrauenswürdig zu sein. Und dann knutschen die miteinander. Aber auch nicht lange, aber trotzdem, das war ging ziemlich schnell, muss ich sagen, deren Beziehung. Und die lebt davon, diese Beziehung. Die lebt davon, dass die beiden sich gegenseitig immer umbringen wollen. Oder sie will ihn eigentlich immer umbringen, sie ja nicht. Bis auf eine Stelle eigentlich später, aber dann sind sie wieder miteinander versöhnt. Ja, aber Murak hört das alles. Er hört auch von der Unverwundbarkeit und dass Feuer die Unverwundbarkeit aufheben kann. Und das macht er. Weil in dem ganzen Schloss gibt es nämlich so Wasser, was aus so Löchern kommt. Und das ist anscheinend auch ein Kommunikationsmittel im Schloss. Und da kann Murak das dann hören und weiß dann schon Bescheid über die Unverwundbarkeit. Ja, die beiden flüchten. Es gibt noch einen kleinen Dialog mit den Wächterinnen. Eine von den Wächterinnen will sie nicht vorbeilassen, aber sie laufen trotzdem an denen vorbei, weil wie sollten die beiden Frauen diese beiden Kampfmaschinen noch aufhalten? Aber sie rufen dann nach den Wachen. Sigi bringt noch einen Wachmann um und dann sieht man tatsächlich mal, was sich unter diesen Helmen befindet. Nämlich das hier. Ja, was ist das? Sind das Zombies? Trolle? Ja. Matschköpfe, ne? So Pizza-Faces. Aber sie sehen noch ein bisschen weniger nach Pizza aus als Murak selbst. Aber das finde ich interessant, dass seine Wachleute oder seine eigene Leibgarde irgendwie aus solchen komischen Monster-Orks besteht. Ja. Ja.
Das fand ich nochmal interessant. Und dann werden sie entdeckt, weil die Frauen nach Wachen gerufen haben, die Dienerinnen, und dann sind da die Wachleute und die sagen, schießt nicht auf die Prinzessin, weil Murak braucht sie ja für seine tolle Prophezeiung. Aber sie machen es trotzdem. Sie ballern hier voll auf beide drauf im Grunde genommen. Ich weiß nicht, ob die so gute Schützen sind, dass sie immer garantieren können, dass sie nicht treffen. Das war irgendwie witzig, aber ups. Sigi weiß ja, dass er unverwundbar ist und lässt die ganzen Pralle an seiner prallen Brust abprallen. Ganz demonstrativ, aber Murak weiß ja, dass Feuer ihn aufhalten kann. Schnappt sich einen Pfeil, packt da Feuer dran und bam. Dann werden sie schon wieder gefangen genommen. Ja, Gefangenen-Counter geht auf 2 hoch. Die kommen nie aus diesem Schloss raus. Und dann haben sie schon wieder die Chance, Sigi zu töten, aber Murak hat andere Pläne. Karos sagt immer, töte ihn, töte ihn, töte ihn, was wahrscheinlich das Beste gewesen wäre. Aber Murak hat immer noch bessere Ideen. Und sagt dann zu Kiri, Mitleid ist deine Schwäche. Zu ihr. Mitleid ist deine Schwäche. Ich bin nicht so schwach und deshalb wirst du mir dann sagen, wenn ich hier deinen Freund hier töten will. Ich will ihn töten. Tolle Aufnahmen von ihm. Auch ein sympathischer Darsteller, wie ich fand. Also dafür, dass er einen Antagonisten spielte. Ein typischer Zauberer-Antagonist. Ne? Also ich meine, der ganze Film ist Barbaren, Klassik pur. Ein guter Barbar, ein böser Zauberer. Was will man mehr? Ja, und der droht eben hier. Droht halt, Sigi zu erschießen mit einer riesen Balliste. Getreu nach dem Motto: There's no kill like overkill. Und will sie dazu bringen, dass sie ihn dann heiratet, weil sie will nicht. Sie will einfach nicht. Und sie will immer noch nicht. Und da macht Sigi was Komisches. Er bietet an, Murak die ganze Prophezeiung zu erklären, wenn Murak die Prinzessin freilässt. Aber das würde Murak ja nie machen, weil er braucht die Prinzessin ja. Und eigentlich kennt er die ganze Prophezeiung ja schon. Ich meine, was versucht Sigi hier zu sagen? Ne? Und Murak dann so, ja, das ist toll, aber ich stecke jetzt hier dieses Seil in Brand. Und dann irgendwann wird die Balliste ausgelöst am nächsten Morgen und du wirst tot sein. Ja, irgendwie war Sigis Plan da nicht ganz durchdacht, glaube ich. Aber auch Muraks nicht, weil er ist eigentlich hinter der Prophezeiung her. Die Sache ist nur die, Murak weiß etwas. Oder. Und Karos erwähnt das auch. Ja, sie will immer noch nicht heiraten. Und Karos erwähnt dann quasi hier von wegen, du brauchst doch die ganze Prophezeiung. Es wäre doch dumm, wenn du jetzt Sigi tötest. Und er so, hey, ich hab doch noch diesen alten Mann da im Keller. Der kann mir das zur Not sagen. Ja, Murak ist nicht dumm. Er fährt zweigleisig. Zur Not hat er immer noch den alten Mann im Keller und er wird reden, so wie er sagt. Aber Zauberdad ist nicht dumm. Zauberdad hat nämlich noch eine Spezialfähigkeit. Er hat Selbstopferung erlernt. Und mit dieser Spezialfähigkeit opfert er sein Leben und ist dann raus aus dem Film, um Sigis Wunde zu heilen. Ah, heilige Wunde. Oder Wunde, heile dich. Und das passiert dann auch. Er stirbt. Tschüss, Zauberdad. Die Wunde heilt. Nur, was Zauberdad nicht ganz bedacht hat, war eben, dass Sigi immer noch kurz davor steht, von einer riesen Balliste erschossen zu werden. Also diese kleine Pfeilwunde, die er bekommen hat, wird ausgetauscht durch eine riesige mörderische Wunde, die ihn definitiv töten wird. Und ich da so, ja, danke, Zauberdad. Die Unverwundbarkeit, die du vorher auf ihn gesprochen hast, die wäre jetzt viel besser gewesen, weil die Balliste steht zumindest nicht in Flammen. Aber ja, das war dann das. Sigi ist in Bedrohung und Kiri ist gefangen. Und was macht eine Frau dann nur? Sie legt sich hin und draußen vor dem Tor oder vor dem Gang, sie hat noch eine kurze Rückblende da, wie alles passiert ist, läuft ein Wachmann rum, der keinen Helm trägt und auch eher hübsch aussieht, würde ich mal sagen, verglichen. Er sieht aus wie ein Mordor gar nicht. Aber eigentlich wie so ein typischer Barbar. Müssen wohl Söldner gewesen sein, die Murak angeheuert hat.
Er heuert alles an, was geht. Ja, und sie verführt ihn dann und er lässt sich verführen, lässt sich töten. Und sie entkommt. Ja, sie flieht über die Zinnen. Mehr Schloss-Action. Und sie tötet ein paar Wachleute. Und eine Szene fand ich besonders cool. Da gibt es nämlich eine Tür, hier links im Bild zu sehen. Und einer der Wachleute, sein Schwert bleibt in der Tür stecken. Und weil er es nicht rauskriegen kann, öffnet er die Tür. Und sie wartet eigentlich nur darauf, dass er rauskommt und sich das Schwert wieder nehmen will und tötet ihn dann gleich. So ein bisschen Strategie hat die gute Kiri drauf. Als nächstes geht sie in den Stall, klaut sich ein Pferd, überlegt kurz und steckt dann auch nochmal gleich den Stall in Brand. Ich dachte nur, die armen Pferde, oh no. Aber sie entkommt. Und ich dann so, das ist schön. Aber was ist mit Sigi? Tja, sie hat nicht viel übrig für Sigi an der Stelle. Sie haben kurz geknutscht und naja. Und versteckt sich dann in einer Höhle. Ja, und Sigi ist immer noch gefangen und das Feuer droht die Balliste auszulösen. Aber dann kommt plötzlich ein mysteriöser Mann mit einem Helm und befreit Sigi. Warum tut er das? Ich habe ihn an der Stimme erkannt. Aber er sagt, geh du los und rette die Prinzessin oder was auch immer. Und Sigi so, oh, vielen Dank, Mann, wer auch immer du bist. Dankeschön. Aber tam, tadam, tam. Es war ein Plan von Murak, der Mann ist zu schlau für diese Welt. Und das war nämlich Karos. Karos hat sich verkleidet, hat Sigi befreit, weil Sigi wird sie zu Kiri führen. Das ist der Plan. Und Sigi ist leider nicht so schlau, dass er das durchschaut hat. Er findet Kiri auch gleich, wie auch immer er das gemacht hat. Und sie denkt wieder gleich, dass er ein Verräter ist und dergleichen. Oder ein Spion. Weil niemand entkommt Murak, wenn er es nicht will, sagt sie. Und technisch gesehen hat sie auch recht, denn Murak wollte das ja, dass er flieht, um sie zu finden. Ja? Ja, das war ein netter kleiner Dialog, wo ich dachte, yeah, das macht Sinn. Technisch gesehen hat sie recht. Murak war die nicht entkommen lassen, wenn er es nicht gewollt hätte. Ja. Ja. Und weil sie denkt, dass er böse ist, will sie sich dann selber umbringen. Sie will sich selber umbringen. Aber ja, sie, weil Murak würde dann ihn töten, aber dann knutschen sie sowieso wieder miteinander rum, aber unter der Prämisse, dass Sigi künftig dann ihre Eskorte ist, ja. Das zieht sich ja auch durch den Film. Er ist jetzt ihre Eskorte, weil sie möchte eigentlich, das war ihr Plan eigentlich, sie möchte zu ihrem Onkel, Onkel Egeil oder wer er hieß, der lebt irgendwo im Norden mit seinen 3000 Mann und mit denen möchte sie dann zusammen gegen Murak zu Felde ziehen. Die wird man allerdings nie sehen. Onkel Egeil und seine 3000 Mann werden nie eine Rolle spielen in dem ganzen Film, nicht? Spoiler! Dill! Sigi ist allerdings nicht freiwillig gewillt, Eskorte zu spielen. Er macht das nur, wenn er Murak töten darf. Und sie dann so, du stellst noch Bedingungen? Und er so, ja, sonst muss ich dich nämlich töten. Und ja, das ist ihre Beziehung miteinander. Sie keifen sich ständig an und knutschen dann doch miteinander rum. Und dann beginnt bei den Säulen ein Kampf gegen berittene Barbarenkrieger, die zahlenmäßig überlegen sind. Und das hat mich natürlich gleich erinnert an einen anderen Film, auf dem das ganze Genre basiert, nämlich Conan. Ja, genau. Der Kampf bei den Steinfelsen, wo Conan dann gegen die Reiter kämpft. Ja. Und endet nur nicht ganz so gut für unsere Barbaren-Leute, denn Gefangennahme Nummer 3. Yay, sie sind schon wieder gefangen genommen worden. Ich muss es ehrlich sagen, diese Antagonisten Karos und Morag sind zumindest kompetent. Und wieder geht's ins Schloss. Wieder sind wir hier. Und Morag sagt sich, okay, jetzt ist Zeit für die Hochzeit. Was soll ich sonst machen? Hat ja auch lang genug gedauert. Und endlich kommt, beschließen sie, Siggi nicht wieder in einen Brunnen zu werfen des Wahnsinns. Oder eben hier das andere zu machen. Was haben sie noch? Was war das zweite, was sie gemacht haben? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Aber Moment mal. Was passiert? Achso, ja, er wird von einem Feuerfall getroffen und sollte von der Balliste sterben. Und jetzt hat Murak allerdings hier die Schnauze voll. Von Siggi. Ich meine, er hat ihn ja freigelassen beim zweiten Mal.
Aber, und jetzt soll Karos ihn töten. Aber mit einem kleinen Twist, denn Karos hat ein Schwert, Sigi hat bloß gefesselte Hände. Und da sollte man meinen, hey, das ist doch ganz einfach für Karos. Ja, allerdings, Morak interessiert das Ganze nicht, er denkt, Karos wird es schon irgendwie schaffen. Und in typischer Idiotenmanier geht er einfach weg, lässt noch nicht mal Wachleute zurück, lässt die beiden ja einfach zu Ende fighten. Und der Kampf zieht sich hin. Und dann passiert etwas, wo ich dachte, ja, Morak, das hätte es auch gleich machen können. Ne? Und zwar setzt er seine mystischen Dämonenkräfte ein, um Kiri zu verhexen, damit sie dann das Ja-Wort ihm gibt. Und er macht dazu auch sein Pizza-Face wieder. Ich glaube, das kriege ich hier gerade nicht rein. Nö. Ach, egal. Auf jeden Fall, Pizza-Face bewirkt, dass sie dann verhext ist. Und dann beginnt die Hochzeit. Und der Mönch ist ziemlich cool, weil er lässt da ordentlich was ab an von wegen. Er sagt ihm was von wegen, und Gott sprach, ihr sollt euch vermehren, dann, bis eines Tages es mehr von euch gibt als Sandkörner am Meer. Und ich dachte, was, so viele Menschen? Das sind verdammt viele Menschen, die dann gezeugt werden sollen. Und ihr sollt euch lieben und ehren. Und ich dachte nur, die eine ist verhext, der andere ist ein böser Dämon, lieben und ehren. Und er haut da einen nach dem anderen raus. Und Murdock ist wieder ungeduldig, wie mit seiner Mutter auch, und sagt, ja, komm schon, schneller, schneller. Beende die beknackte Geschichte und sage einfach, wir sind jetzt Mann und Frau. Da sieht man den Mönch, ja, ich mache das nicht so schnell. Das alles braucht seine Zeit. Ja. Ist ein wichtiger Tag für euch beide. Auch wenn die eine gar nichts davon mitkriegt. Währenddessen, der Kampf zwischen Karos und Sigi. Und dann läuft die Hochzeit parallel dazu. Und ja, Karos steckt sein Schwert in die Tür. Ist, glaube ich, dieselbe Tür, die Kiri auch schon mal geholfen hat. Ein Hoch auf diese Tür an dieser Stelle. Die hat mehr Leute getötet als sonst wer. Und das ermöglicht es sein Gral, sage ich schon, Sigi Karos langsam zu erwürgen. Er bekommt sein Schwert. Und die Sonnenfinsternis ist da. Ah, das ist die Sonnenfinsternis. Das ist also der Tag, der die Nacht ist oder so. Ja, genau. Wupp. Und er kämpft sich ziemlich cool, wie ich fand. Ein paar schicken Einstellungen, diese fand ich auch nicht schlecht. Durch die ganze Burg. Bis hin zu einem auch sehr cool inszenierten, wie ich fand, Kampf hier an der Stelle. So richtig Slow Motion war das dann. Der Film setzt ab und zu mal Slow Motion ein. Was immer cool kommt bei solchen Barbarenfilmen, wo man sieht, wie die Schwerter so langsam da lang gehen. Ich meine, es splattert kein Blut oder so, aber es war kein schlechter Kampf. Nicht schlecht choreografiert. Und er ist wirklich ein Energiebündel, wa? Das sieht man hier zwar nicht in Stillshots, aber er haut dann Türen auf, bäm, und ist dann hier wieder da. Und auch etwas, was ich immer lieben werde, was nie alt wird für mich. Ich meine, im Bund des Wahnsinns gab es auch schon mal so eine Szene. Ein Barbarenheld, der in irgendeiner Höhle oder einem Tunnel sitzt oder in irgendeiner Burg, wo Fackeln nur leuchten, und der da steht mit einem Schwert. Das ist so ein Bildnis, das wird immer cool sein für mich. Das ist immer etwas, wow. Ich glaube, das Titelbild von Ultima Underworld, Vestigian Abyss, sieht genauso aus. Da sieht man auch so einen Barbarenkämpfer, der mit einer Fackel einfach nur in die Finsternis hineingeht. Und das wird immer etwas sein, was ich immer cool finden werde. Also von daher hat der Film schon mal gleich bei mir gewonnen, weil er schon zwei solcher Szenen drin hat. Naja. Ja, und dann passieren noch ein paar kleine Kämpfe und das große Duell. Morak gegen Sigi im Thronsaal. Kiri ist nicht ganz bei der Sache. Und ja, wir wissen allerdings, dass Morak nicht so einfach sterben kann. Was passiert also? Das Einzige, was Sinn macht in dieser ganzen Geschichte, ups, da ist die Sonnenfinsternis. Sigi schnappt sich Morak, weil er ist ein bisschen muskulöser, und schmeißt ihn einfach auf den Thron. Oh nein, der Thron des Feuers! Und dann brutzelt Morak. Und er brutzelt gut durch. Sein Pizza-Face kommt durch. Und da ist er. Da brennt der Murak. Rest in Peace, du wunderbarer Antagonist. Definitiv nicht der schlechteste Antagonist in einem Film, den ich je gesehen habe. Und er hat nur verloren, weil er quasi, ja, die Helden zu oft hat entkommen lassen. Vielleicht war er zu schlau für, ja, zu schlau für diese Welt. Hätte ihn einfach nur töten sollen, dann wäre alles gut gewesen für ihn, aber nö. Und dann lässt er sich auf den Thron schmeißen.
Und das war's dann mit Murak. Pizzaface, rest in peace. Oder in der Dämonenhölle. Tja. Ja, und dann kommen die Tage wieder und Sigi sagt einen wunderbaren Satz. Gleich wird die Sonne wieder scheinen. Weil sie hat Angst. Oh, was ist passiert? Warum ist so dunkel? Gleich wird die Sonne wieder scheinen. Er kennt sich aus mit Sonnenfinsternis. Und dann hört man zum ersten Mal auch wieder, nachdem alles wieder gut ist. Hier in dieser Szene war es, glaube ich, die Vöglein zwitschern. Ja, the birds are singing. Isn't it beautiful? Zitat aus Zelda CDI, Philips CDI. Wer das kennt. Daran musste ich dann denken. Ja, und das Volk jubelt der neuen Königin zu und Sigi kriegt seine Belohnung und sie will ihn erst zum Ritter oder Baron machen. Und dieser Typ sagt dann, Königin, lass doch das Volk entscheiden, so demokratisch, wa? Und das Volk so, yeah, Sigi soll unser König werden. Und ich weiß nicht, ob sie davon nicht so ganz begeistert ist, aber dann ja, sagt sie, okay, dann mache ich das. Das Volk hat entschieden. Irgendwie kam mir das so vor, als wäre sie dadurch gezwungen, ihn zu heiraten. Aber es passt so ein bisschen zu ihrer Beziehung immer, so dieses Hin und Her. Und eigentlich will ich nicht, aber dann doch, ja gut, wenn das Volk das unbedingt will, dann mache ich das. Heimlich will ich es zwar auch, aber ich kann es nicht zugeben. So was, wa? Ja. Ja, und dann ist Sigi halt König und Kiri ist die Königin und das Land ist gerettet. Sigi ist happy. Sie ist sich auch happy. Sie knutschen. Abspann und da sind die Credits. Ja, das ist der ganze spektakuläre Film, der Thron des Feuers. Und ja, er hat mir sehr gut gefallen. Also von allen Barbarenfilmen, die ich bisher gesehen habe, war das hier einer der ja, mit coolen Antagonisten. Ich meine, yeah, ein Hoch auf Morak. Ja. Ich meine, neben Deathstalker hat er definitiv eine Blu-ray-Verwurstung verdient, dieser Film, weil der ist wirklich, gehört zu den Besseren. Ich glaube, der Regisseur hat danach nichts mehr gemacht, nur noch Drehbücher geschrieben. Und die Hauptdarstellerin von Kiri, die hat auch nichts mehr gemacht, die ist aus dem Business ausgetreten. Aber hey, ist ein guter Abschluss, wie ich fand. War glaube ich, ja, doch besser als Gunan und Sangral im Großen und Ganzen. Ne? Auch wenn die Settings, ich meine, das Setting ist nun hauptsächlich so eine Burg und es ist low budget, wie all diese Filme eigentlich. Ich meine, sie haben die Szene aus Sangral wieder verwurstet, die Dorfüberfallszene, aber das darf man ruhig machen, weil die sind nicht schlecht gewesen. Auch wenn man natürlich keinen der Charaktere da kennt jetzt hier in diesem Film, aber pff, es brennt, es ist ein brennendes Dorf. Warum nicht nochmal verwursten? Und eine ganz klassische Barbarengeschichte. Barbarenheld, Zauberbösewicht, so liebe ich das. Ja, die Italiener haben schon gewusst, was sich gehört. Oder was mich zumindest zufriedenstellt. Dafür bin ich dankbar. Ja, von der Story her, ich meine, man erfährt, ich meine, der Mord am König und sowas alles, den erfährt man im ersten Abschnitt eigentlich nur so beiläufig. Der König ist tot. Es wurde erwähnt, du musst den König töten, sagt Mutter von Bregenhaus oder wie sie hieß. Und dann erfährt man, oh, er ist schon tot. Und erst in der Rückblende später erfährt man, wie er gestorben ist und dass er überhaupt wirklich tot ist. Ja. Seine Rolle wird dann auch ein bisschen mehr erläutert hier von Zauberdad. Aber es gibt immerhin im ganzen Film so was Neues zu entdecken. Die Puzzleteile setzen sich zusammen. Und das hat mich dann auch interessiert dann, wie, ob das überhaupt nochmal aufgegriffen wird, wird das nochmal erklärt. Und ja, der Film hinterlässt keine losen Enden eigentlich im Großen und Ganzen. Ja. Ja, und so kann man die Spannung auch aufrechterhalten, dass man immer mal wieder Bits und Bytes einstreut, um das ganze Bild zu komplettieren. Und auch die Welt ist stimmig in sich. Ja? Es gibt mystische Elemente, es gibt christliche Priester, Mönche, es gibt Siegfried, es gibt Königin Ingrid. Und naja, okay. Ich fand's gut. Und Morak ist kompetent, eine echte Gefahr. Und Karos ist auch kompetent. Auch wenn er am Ende dann stirbt, da, ja gut, er ist nicht so kompetent dann, wenn es darum geht, unbewaffnete Leute mit gefesselte Leute umzubringen. Aber ja, er hat sich ein bisschen übernommen, denke ich. Und die beiden Haupthelden, Kiri und Sigi, sind auch beide kompetent und beide kriegen genug Screentime. Ja? Das ist ein besserer Red Sonja-Film als Red Sonja, würde ich fast sagen. Tatsächlich. Oder auch als Conan 2.
Ja. Aber die Filme mag ich auch, so nicht. Red Sonja nicht so gerne, ehrlich gesagt. Und Conan 2 mag ich einfach wegen. Ja, gut, Schwarzenegger ist in Sonja auch dabei, auch als anderer Charakter, aber auf jeden Fall. Wobei er Conan spielt in dem Film, wenn auch betrunken. Aber ja, ich meine, der zweite Conan-Film hat ein paar Fantasy-Sachen, die ich cool finde. So ein Zauberer-Duell, was es da gibt, und dieses komische Monster-Face da in seinem komischen Zauberer-Turm. Ja, doch, doch. Aber dieser Film ist ziemlich gut. Doch, doch, selbst für einen Barbarenfilm. Und dafür breche ich definitiv eine Lanze. Breche sogar zwei oder drei Lanzen. Jawohl. Toll. Das sind die Lanzen, die die Scharfrichter hatten, die eine Lanze. Die übrigens nur mal kurz geworfen wird und dann ist sie nutzlos. Ja, Morak mit seinem Bogen, seiner Folterkunst. Und es gab ziemlich viele Twists im Plot, wie ich fand. So, vor allen Dingen dieser eine mit Morak, dass er dann quasi Sigi freilässt, um an Kiri ranzukommen. Für einen Barbaren-Antagonisten war das schon ziemlich gewieft. Ja, das ist mein Review, mein Lanzenbrecher-Video zu diesem Film, zu Thron des Feuers. Von mir eine klare Barbaren-Empfehlung. Alles ist stimmig. Von den Helden, von den Antagonisten, von den Fantasy-Elementen, von Low-Fantasy-Elementen auch. Es gibt nicht zu viel Fantasy, was ja auch schwierig darzustellen wäre mit Low Budget, aber hey, es gab einen fliegenden Geister-Screamer-Kopf im Brunnen des Wahnsinns. Ja. Und das war cool. Ja, bedanken möchte ich mich am Ende nochmal bei Thorsten Schimpel. Und zwar, ich habe mich ein bisschen reingelesen, weil manche Namen habe ich nicht so ganz rausgehört oder so, und habe ein bisschen geguckt, und es ist ein österreichischer Reviewer, der einen kleinen Text verfasst hat oder einen längeren auf der Seite uncut.at, also für Österreich. Und ja, Thorsten, danke dafür, Herr Schimpel. Da hab ich gern gelesen, den Text. Das war schön. Ja. Schön zu wissen, dass es noch andere Leute gibt, neben mir, die diesen Film etwas abgewinnen können. Und das konnte er durchaus. Ja, das war jetzt ja, mein Lanzenbrecher-Video zu diesem Film. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich hatte Spaß dabei, es zu machen und den Film selbst zu sehen. Ja. Bis dahin. Adios.